Die Geschichte, die ich euch diesmal erzählen werde, ist höchst merkwürdig. Erstens ist sie merkwürdig, weil sie merkwürdig ist. Und zweitens ist sie wirklich passiert. Ah, denkt ihr und pfeift durch die Zähne. Ah, Kästner hat geklaut. Hat er aber gar nicht. Die Geschichte, die in der Zeitung stand, war höchstens 20 Zeilen lang. Die wenigsten Leute werden sie gelesen haben, so klein war sie. Es war eine Notiz und darin hieß es bloß, am so und so vielten sei in Berlin das und das los gewesen. Ich holte mir sofort eine Schere, schnitt die Notiz aus und legte sie in das Kästchen für Merkwürdigkeiten. Später holte ich den Zeitungsausschnitt wieder hervor und schrieb danach die Geschichte von Pünktchen und Anton. Na nu werdet ihr fragen, wer ist Pünktchen? Und ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Pünktchen ist Antons Freundin. Eigentlich heißt sie ja Luise. Aber weil sie in den ersten Jahren gar nicht hatte wachsen wollen, war sie Pünktchen genannt worden. Und so hieß sie auch jetzt noch, obwohl sie längst zur Schule ging und gar nicht mehr klein war. Ihr Vater, der Herr Bogger, war Direktor einer Spazierstockfabrik. Er verdiente viel Geld und viel zu tun hatte er auch. Seine Frau, Pünktchens Mutter, war anderer Ansicht. Sie fand, er verdiene viel zu wenig Geld und arbeite viel zu viel. Und außerdem komme er meistens unpünktlich zum Essen. Heute war er pünktlich gekommen, dafür war seine Frau noch nicht da. Seine Tochter stand im Wohnzimmer, das 3000 Mark gekostet hatte, und bettelte die Wand an. Und Piefke, Pünktchens kleiner brauner Dackel, hielt den Kopf ganz schief, wunderte sich und klopfte mit dem Schwanz den Takt dazu. Streichhölzer! Kaufen Sie Streichhölzer, meine Herrschaften! Haben Sie doch ein Herz mit uns armen Leuten! Die Schachtel für 10 Pfennige! Mutter ist völlig erblindet und noch so jung. 3 Schachteln, 25. Gott segle Sie, meine Dame! Au, Backe! Der Direktor! Komm, Piefke! Aber ich piep's wohl. Was? Ach, du liebe Zeit. Sie, gnädiger Herr? Anscheinend ist hier heute niemand auf mein Kommen vorbereitet. Meine Tochter ergreift vor mir die Flucht und Sie, Bertha? Ja, ich war in der Küche beschäftigt. Warum ist das Essen noch nicht auf dem Tisch? Soll ich hier verhungern? Die gnädige Frau ist noch in der Stadt und da dachte ich... Wenn Sie noch einmal denken, kriegen Sie morgen keinen Ausgang. Ich will essen, und zwar sofort. Wie der gnädige Herr wünschen. Und dann stehen Sie hier nicht länger rum. Los, beeilen Sie sich. Ja, ja, ich gehe ja schon. Rufen Sie das Fräulein und das Kind. Ja. Mit dem Fräulein war das Fräulein Andacht gemeint, das Kinderfräulein. Und uns gesagt, die dicke Bertha konnte sie nicht leiden. Einmal, weil sie so hochnäsig war. Und dann, naja, früher... Als es bei Pogges noch kein Kinderfräulein gab und als noch das Kindermädchen Käthe da war, hatte Pünktchen immer bei Bertha und Käthe in der Küche gesessen und gegessen. Hatten sie Schoten ausgepult und Bertha war mit Pünktchen einkaufen gegangen. Und Pünktchen war immer wohl und munter gewesen und hatte nicht so blass ausgesehen wie jetzt, wo diese verrückte Andacht im Hause war. Erst gestern hatte die dicke Bertha dem Fräulein in der Küche die Meinung gegeigt. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Ich hab zwar mein Zimmer 3 Treppen höher und am Dach, aber ich merke trotzdem, dass hier irgendwas nicht stimmt. Wollen Sie mir gefälligst erklären, warum das Kind in der letzten Zeit so blass aussieht und so eine Ringe unter den Augen hat? Und warum es früh nicht aus dem Bett will? Pünktchen wächst. Sie müsste Lebertran einnehmen oder Eisen. Sie sind mir schon lange ein Haar in der Suppe. Ach. Und wenn ich dahinter komme, dass Sie Heimlichkeiten haben, dann trinken Sie den Lebertran. Und zwar gleich mit Flasche. Ist das alles, was Sie mir zu sagen haben, Bertha? Wissen Sie, was ich glaube? Na? Ich glaube, man hat Sie als Kind zu heiß gebadet. Sie können mich nicht beleidigen. Dazu sind Sie mir viel zu gewöhnlich. So? Ja. Ich kann Ihnen nicht beleidigen? Na, das wollen wir doch mal sehen. Sie Schafsnase, Sie Gespenst auf Urlaub. Sie können ja aus dem Dach eine Kaffee trinken, Sie hinterlistige Hopfenstange. Damit hatte die dicke Bertha gar nicht so unrecht. Vollen Andacht war sehr groß, sehr mager und sehr verrückt. Und seit gestern kam noch etwas hinzu, seit gestern war die Köchin Luft für sie.
Die Geberda lächelte unschuldig, während sie die Suppe servierte. Direktor Pocke löffelte, als Krieger es bezahlt. Aber dann ließ er plötzlich den Löffel in die Suppe fallen, presste die Serviette vor den Mund, verschluckte sich, hustete entsetzlich und zeigte zur Tür. Dort stand Pünktchen. Aber wie sah sie aus? Selbst Piefke runzelte bei ihrem Anblick die Stirn. Fräulein Andacht sprang erschrocken auf. Um Himmels Willen, Kind! Was bedeutet denn diese Verkleidung? Kann ich mal die Fahrscheine sehen? Nein, tut mir leid. Soll das heißen, dass Sie keinen Fahrschein haben, mein Herr? Erkennen Sie mich nicht, Herr Schaffner? Aber ich bin der Eisenbahnminister. Ach so. Wo hast du bloß diese schrecklichen Sachen her? Ja, wenn ich nicht irre, ist das meine Morgenjacke. Mein Sonntagshut? Nee, sowas. Also zieh sofort die Sachen aus. Komm, ich helfe dir, Pünktchen. Na, lass nur, ich mach das schon. Ja, ja, mein Kind. Die Geberta versteht, dass du auch meine Freude haben willst, ne? Ja, das hat dir Spaß gemacht, ne? Nun, wie war's in der Schule, Pünktchen? Ich hoffe, du lernst fleißig. Wie viel ist 3 mal 8? 3 mal 8? Ja. 3 mal 8 ist 120 durch 5. Ah, 120? Das stimmt. Warum sagst du nicht gleich 24? Mir gefällt's so besser. So? Ah. Jetzt setz dich hin und isst deine Suppe. Du? Direktor? Ja. Am liebsten möchte ich ein Zwilling sein. Zwilling? Du, das wäre großartig. Wir gingen dann beide gleich angezogen, hätten die gleiche Haarfarbe und gleiche Schuhnummer und gleiche Kleider und ganz, ganz gleiche Gesichter. Na und? Was versprichst du dir davon, Pünktchen? Naja, keiner wüsste, wer ich bin und wer sie ist. Und wenn man dächte, ich bin es, dann ist sie es. Und wenn man dächte, sie ist, dann bin ich's. Das wäre ein Spaß. Nicht zum Aushalten. Na. Und wenn die Lehrerin Luise riefe, dann würde ich aufstehen und würde sagen, nein, ich bin die andere. Und dann würde die Lehrerin Sätzen sagen und die andere aufrufen und schreien, warum stehst du denn nicht auf, Luise? Und die würde sagen, ich bin doch Karlinchen. Und nach 3 Tagen bekäme die Lehrerin Krämpfe und Erholungsurlaub fürs Sanatorium. Und wir hätten Ferien. Tja, leider sehen Zwillinge meist sehr verschieden aus, Pünktchen. Aber nicht Karlinchen und ich. Ach, so was von Ähnlichkeit habt ihr überhaupt noch nicht gesehen. Nicht mal der Direktor könnte uns unterscheiden. Also was mich angeht, hab schon an dir genug. Was hast du denn gegen Karlinchen? Luise! Wenn Herr Bocke Luise sagte, dann hieß das, jetzt wird pariert oder setzt was. Pünktchen schwieg also und aß Huhn mit Reis. Als sie beim Nachtisch saßen, erschien Frau Bocke. Sie war sehr hübsch, aber... ganz unter uns gesagt, ziemlich unausstehlich. Den lieben langen Tag kutschierte sie in der Stadt herum, kaufte ein, tauschte um, ging zu 5 Uhr Tees und zur Modeschau und abends musste dann Herr Bocke mit. 6 Tage Rennen, Theater, Kino, Bälle. Kaum, dass sie einmal zu Hause waren. Frau Bocke hätte sich eigentlich entschuldigen sollen, dass sie so spät kam. Stattdessen tat sie beleidigt, weil man mit dem Essen nicht auf sie gewartet hatte. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, dass wir heute Abend bei Generalkonsul Ulrich eingeladen sind, Fritz. Nein, natürlich nicht. Also, ich muss schon sagen, ihr hättet mit dem Essen ruhig auf mich warten können. Das Huhn ist ja ganz kalt. Kein Wunder. Sagen Sie, Fräulein. Gnädige Frau? Hat Pünktchen heute Schularbeiten auf? Nein, sie hat alle Aufgaben schon gestern gemacht. Kind, bei dir ist ja ein Zahnlocke. Schon eine ganze Weile. Na, du musst zum Zahnarzt. Ach wo, den reiße ich mir gelegentlich mal raus. Vielleicht heute noch. Den reißt sie sich gelegentlich raus. Ich wünschte, ich hätte auch noch Milchzähne. Fritz. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie es abends bei uns zu Hause ist. Aber Fritz, wir sind gestern Abend nicht bis vor die Tür gekommen. Aber Brückmanns waren da und Schramms und Dietrichs, die ganze Bude war voll. Waren wir also gestern zu Hause oder nicht? Entschuldige, aber... ich muss in die Fabrik. Also, wenn ich mal meine Meinung äußern darf, Pünktchen gefällt mir ganz gut und dicke Bertha auch. Über Herrn Bocke kann ich mir noch kein Urteil bilden. Aber Pünktchens Mutter, die kann ich für den Tod nicht leiden. Nach dem Mittagessen, gleich nachdem Herr Bocke in die Fabrik gefahren war, kriegte sie Migräne.
Migräne sind Kopfschmerzen, auch wenn man gar keine hat. Die dicke Bertha musste im Schlafzimmer die Jalousien herunterlassen, damit es ganz dunkel wurde, wie es hier Nacht. Frau Pogge legte sich ins Bett und Fräulein Andacht musste mit Pünktchen dem Hund spazieren gehen. Als sie ins Kinderzimmer ging, platzte sie mitten in eine Theatervorstellung. Aber Großmutter, warum hast du denn ein so großes, großes Maul? Damit ich dich besser fressen kann. So, nun musst du mich fressen. Friss mich! Willst du mich gleich fressen? Ach, verflixter Hund! Hörst du denn schwer? Fressen sollst du mich! Keinen Schimmer hat der Kerl. Ein hundsmiserabler Schauspieler bist du. Komm, Pünktchen, wir gehen spazieren. Wo spazieren? Wir gehen ja doch bloß wieder zur Sommerlatte. Na und, hast du etwas dagegen? Tanzen Sie da wieder mit Ihrem Bräutigam? Übrigens, Bertha scheint Lunte zu riechen. Sie sagt, die Streichhölzer müsste geradezu jemand fressen. Dauernd kaufte sie welche und dauernd wären sie weg. Hoffentlich kommt die Sache nicht raus. Der Klepperbein, der hat auch schon wieder gedroht. 10 Mark will der haben, sonst verrät er uns. Ha, wenn der das dem Direktor erzählt. Au, Backe. Geh, Pünktchen, hol dein Leinhut und beeil dich. Aber ich gehe heute nicht mit zur Sommerlatte. Ich hole sie höchstens da ab. Sagen wir 6. Und was machst du in der Zwischenzeit? Ich besuche Anton. Weißt du denn überhaupt, wo er wohnt? Artilleriestraße, 4. Etage rechts. Und welche Hausnummer? 180/5. Die Artilleriestraße war alles andere als eine vornehme Gegend. Sie lag im Norden und das Haus Nummer 36 war sehr alt und sehr hässlich. Vor der Haustür trennten sie sich. Fräulein Andacht ging tanzen und Pünktchen trat in das fremde Haus. Piefke jaulte. Anscheinend gefiel es ihm hier nicht. Umso mehr freute sich Anton. Fein, dass du mich mal besuchst. Das ist Piefke. Oh, sehr erfreut. So, nun mal rein in die gute Stube. Hier bitte, in die Küche. Hier geht's lang. Ich koch gerade. Du kochst? Naja, was soll ich machen? Meine Mutter ist doch schon so lange krank. Na, koche ich eben, wenn ich aus der Schule komme. Wir können doch nicht verhungern. Was gibt's denn heute? Salzkartoffeln. Aber es geht ja schon viel besser. Wem? Meiner Mutter. Morgen will sie ein paar Stunden aufstehen und nächste Woche wird sie vielleicht wieder arbeiten. Sie ist Aufwartefrau. Meine Mutter macht gar nichts. Augenblicklich hat sie Migräne. Entschuldige, aber ich muss mich ums Essen kümmern. Koch nur ruhig weiter, lass dich nicht stören. Du, Anton? Ja? Wie viel Salz schüttet man denn in die Salzkartoffel? Ein ganzes Pfund oder bloß ein halbes? Weniger, viel weniger. Nur ein paar Messerspitzen voll. Was machst du denn da? Rührei. Wenn du willst, kannst du auch ein bisschen rühren. Ach so, deshalb heißt das Rührei. Mhm. Bei Salzkartoffeln muss man furchtbar aufpassen. Sonst wird Matsch draus. Du, wir konnten gestern Abend nicht kommen. Meine Eltern hatten Gäste und blieben zu Hause. Hab ich mir schon gedacht. So, jetzt bin ich fertig. Moment, ich bin gleich wieder da. Na, Piefke, was sagst du dazu? Findest du das richtig, dass ein Junge kocht? Aber wenn meine Mutter krank im Bett läge, dann würde ich ja auch kochen. Aber ich bin ein Mädchen und Anton ist ein Junge. Kochen ist nichts für jung. Was meinst du? Ob er sich schämt? Psst, er kommt zurück. Pünktchen, wollt ihr mit ins Schlafzimmer kommen, während wir essen? Natürlich. Komm, Piefke. Du, Pünktchen? Ja? Meine Mutter sieht noch ziemlich krank aus. Tu mir den Gefallen und lass dir das nicht anmerken. Es war gut gewesen, dass der Junge Pünktchen schon vorbereitet hatte. Antons Mutter saß im Bett und sah sehr blass und elend aus. Sie nickte Pünktchen freundlich zu. Das ist schön, dass du gekommen bist. Guten Appetit, Frau Anton. Sie sehen vorzüglich aus. Meine Mutter heißt doch nicht Anton. Anton heißt ich doch nur. Ich bin Frau Gast. Gast, richtig. Es steht ja auch draußen an der Tür. Schmeckt dir es, Mutter? Großartig, mein Junge. Ab morgen koche ich wieder selber. Du kommst ja überhaupt nicht mehr zum Spielen. Und die Schularbeiten leiden auch drunter. Gestern hat er sogar deutsches Beefsteak zustande gebracht. Vom Kochen verstehe ich keine Silbe. Da
Dafür kann ich Tennis spielen. Und ihr Vater hat ein Auto und einen Chauffeur. Und 10 Zimmer haben sie auch. Sie wohnen hier aber auch sehr schön, Frau Gast. Woher kennt ihr euch eigentlich? Ach, weißt du, wir haben uns mal auf der Straße angesprochen. Wir waren uns gleich so sympathisch. Ich glaube, Piefke muss mal raus. Ihr könnt überhaupt ein bisschen spazieren gehen. Ich werde noch etwas schlafen. Dann wasche ich nachher ab, wenn ich nach Hause komme. Anton, du musst dir die Haare schneiden lassen. Das ist wirklich nötig, das kitzelt doch immer so. Du gehst Haarschneiden. Gib mir mal mein Portemonnaie. Na schön, wenn du meinst, aber Geld habe ich selber. So? Woher denn? Ich habe am Bahnhof ein paar Koffer getragen. Aber Anton, du sollst doch nicht so schwer tragen. Wiedersehen, Mutter, schlaf schön. Und dass du ja nicht aufstehst, während ich weg bin. Zu viel, Herr Doktor. Machen Sie es gut, Frau Gast. Piefke kann nicht länger warten. Für Piefke wurde es wirklich allerhöchste Zeit. Gleich an der ersten Laterne machte er Station. Inzwischen saß Fräulein Andacht mit ihrem Bräutigam bei Sommerlatte. Das Lokal sah lustig aus und die Kapelle spielte vergnügte Tänze. Fräulein Andacht hatte, weil sie so groß und mager war, eigentlich nicht mehr geglaubt, dass sie einen Bräutigam bekäme. Und nun hatte sie seit 14 Tagen doch einen. Wenn er bloß nicht so streng gewesen wäre. Fortwährend kommandierte er herum und schnauzte. Auch jetzt, wo sie viel lieber getanzt hätte. Hast du kapiert? Willst du das wirklich tun, Robert? Ich habe 200 Mark auf der Sparkasse, die kannst du haben. Die paar Groschen kannst du behalten. Aber den Plan, den muss ich bis morgen haben. Hast du verstanden? Psst, die Kinder kommen. Sie tanzen ja gar nicht. Och, wir haben uns nur ein bisschen unterhalten, nicht wahr, Robert? Sieh ihn dir an, Anton. Das ist Robert der Teufel. Aber Pünktchen... Lasse doch. Sie macht ja nur Spaß, die kleine Prinzessin. Na, wie ist es? Darf ich euch zu einer Tasse Schokolade einladen? Nein, mein Herr. Machen Sie sich unseren Wegen keine unnötigen Ausgaben. Ach, ich bin... Ach, willst du wirklich mit mir tanzen? Wo ist denn? Wollen wir auch tanzen? Lieber nicht. Du, Pünktchen? Ja? Dieser Robert, der gefällt mir gar nicht. Nicht wahr? Der hat einen Blick, der ist wie gespitzte Bleistifte. Piefke hat auch was gegen ihn. Aber sonst ist es hier hinreizend. Hinreizend? Was ist denn das? Es gibt noch einen, der mir nicht gefällt. Das ist unser Portiersjunge. Der hat gesagt, wenn ich ihm nicht 10 Mark gebe, verrät er die Sache meinem Vater. Gottfried Klepperbein heißt er. Den kenne ich, der geht in meine Schule eine Klasse höher. Na warte, den werde ich mal aus dem Anzug stoßen. Auf fein! Der ist aber größer als du. Den zerreiße ich in der Luft. Robert, wenn du wüsstest, wie gerne ich mit dir tanze. Du musst jetzt gehen. Och, jetzt schon? Schaff mir die Belger aus den Augen. Morgen Nachmittag treffen wir uns wieder hier. Was sollst du mitbringen? Den Plan. Richtig. Auf dem Nachhauseweg sagte Fräulein Andacht kein Wort. Sie war beleidigt, weil Pünktchen ihren Bräutigam geärgert hatte. Sie lief mit Piefke vorne weg, als kriegte sie es bezahlt. Ehe sie es recht versahen, standen sie vor Pockes Haus. Zufällig kam gerade Gottfried Klepperbein aus der Tür. Er wollte an ihnen vorbeigehen, aber Anton hielt ihn zurück. Moment mal! Ich hab dir was Wichtiges zu sagen. Meinst du mir? Klar, wen sonst? Du, Anton, zerreißt du ihn jetzt in der Luft? Also, was willst du? Hör mal gut zu, wenn du die Kleine noch mal belästigst, kriegst du es mit mir zu tun. Sie steht unter meinem Schutz, verstanden? Du mit deiner feinen Braut bist ja total blödsinnig. Au! Bravo, Anton! Donnerwetter! Na, warte, das lässt du mir büßen. Hör zu, Klepperbein. Heute habe ich dir es im Guten gesagt. Aber wenn ich wieder etwas hören sollte, dann werde ich handgreiflich. Am Abend lag Pünktchen im Bett und die Andacht saß daneben und las ihr ein Märchen vor. Dann kamen die Eltern ins Kinderzimmer
Die Mutter trug ein schönes seidenes Abendkleid und goldene Schuhe und der Vater war im Smoking. Sie gaben der Tochter je einen Gutnachtkuss und Frau Pocke sagte: Schlaf gut, meine Süße. Hübsch gemacht. Wiedersehen, mein Kind. Nun komm, Fritz. Ja, doch. Du weißt doch, der Generalkonsul liebt die Pünktlichkeit. Ja. Also, dann bis morgen. Hm? Mach keine Dummheiten, Direktor. Auf geht's. Hier ist ein Kleidpünktchen. Sie haben aber Ihr Kopftuch noch nicht um. Gott, ja, wo habe ich denn das vorgestern hingelegt? Ich glaube, das ist in der Markttasche unterm Sofa. Wann hat Bertha eigentlich Ausgang? Morgen. Wieso? Wozu wollen Sie denn das wissen? Oh, nur so. Ach so, nur so. Hängt das etwa mit der Zeichnung zusammen, die Sie vorhin gemacht haben? Aber Pünktchen. Sie schlichen auf Zehenspitzen aus dem Haus, damit sie die dicke Bertha nicht hörte. Eine halbe Stunde später waren sie am Ziel. Unterm dunklen Himmel ringsum schimmerten die Lichtreklamen, die Lampen und die Scheinwerfer blitzten, die Züge pfiffen, die Autobusse ratterten, die Autos hupten, die Menschen redeten und lachten und schoben sich auf den Fußsteigen vorwärts. Mitten im Menschenstrom stand eine dürre, arme Frau mit einer dunklen Brille. Sie hielt eine Tasche und ein paar Schachteln Streichhölzer in der Hand. Neben ihr knickste ein kleines Mädchen in einem zerrissenen Kleid. Streichhölzer! Kaufen Sie Streichhölzer, meine Herrschaften! Haben Sie doch ein Herz mit uns armen Leuten! Die Schachtel nur 10 Pfennig! Mutter ist völlig erblindet und noch so jung! 3 Schachteln 25! Gott segne Sie, liebe Dame! Das war doch keine Dame! Das war ein Mann, du dummes Ding! Sind Sie blind oder ich? Streichhölzer! Kaufen Sie Streichhölzer, meine Herrschaften! Danke, meine Dame! Das Geschäft blüht! Wir haben 2,30 Mark eingenommen und nur 5 Schachteln Streichhölzer hergegeben. Haben Sie doch ein Herz mit uns armen Leuten! Vielen heißen Dank! Hören Sie mal, wie das klimpert! Und Sie schicken das ganze Geld Ihrem Bräutigam? Da kann der aber lachen. Halt den Mund. Ja, ist doch wahr. Wozu stehen wir denn sonst Abend für Abend hier und halten Maulaffenzeit? Kein Wort mehr. Streichhölzer! Kaufen Sie Streichhölzer, meine Herrschaften! Wir sollten lieber dem Anton was abgeben. Der hat doch bis zum Sonnabend die faule Seite. Der macht's doch nur für seine Mutter. Haben Sie schon mal daran gedacht, was das kostet? Miete und Wirtschaftsgeld? Jetzt kann ich ihn sehen. Da drüben steht er. Schnür senken, braun oder schwarze, ganz nach Wunsch. Oder wollen Sie lieber Streichhölzer? Kann man immer gebrauchen? Bitte schön. Du gehörst ja eigentlich ins Bett. Das Betteln macht mir aber solchen Spaß. Na ja, schon gut. Komm. Hier hast du 50 Pfennige. Ich danke Ihnen sehr. Nein, die Schnürsenkel kannst du behalten. Du, Anton. Nanu, Pünktchen? Hast du gesehen? Der Klebebein war wieder da. Aber als er dich sah, da ist er sofort verschwunden. Das will ich dem Kerl auch geraten haben. Wie viel hast denn du verdient? 95 Pfennige. Ein Herr gab mir 50 Pfennig. Sonst könnte ich überhaupt einpacken. Hier, steck ein. Geld? Andacht gibt's ja doch nur ihrem Bräutigam. Da habe ich eben was unterschlagen. Pünktchen, wo bist du? Hier! Warum läufst du denn davon? Du sollst mich doch führen. Was denken die Leute, wenn ich trotz meiner Brille drauf losrenne? Ich denke, wir machen für heute Schluss. Also kommt, wir gehen ins Automatenrestaurant. Ich lade euch ein. Die Seitenstraße war ziemlich leer. Das Kinderfräulein nahm die dunkle Brille ab und ließ Pünktchens Hand los. Sie bogen ein paar Mal um die Ecke. Dann waren sie am Ziel. In dem Lokal standen und saßen seltsame Leute, manchmal sogar Betrunkene. Pünktchen fand das hochinteressant. Anton gähnte und machte vor Müdigkeit ganz, ganz kleine Augen. Heute bin ich in der Rechenstunde richtig gehend eingeschlafen. Der Bremser hat mich angenistet, dass ich fast aus der Bank gefallen wäre. Ich sollte mich schämen, hat er gerufen. Und meine Schularbeiten ließen in der letzten Zeit auch sehr zu wünschen übrig. Und wenn das so weiterginge,
würde er meiner Mutter einen Brief schreiben. Ach, du gerechter Strohsack, weiß er denn nicht, dass deine Mutter krank ist und dass du kochen und Geld verdienen musst? Woher soll er denn das wissen? Von dir natürlich. Lieber beiß ich mir die Zunge ab. Nun sieh dir doch die Andacht an. Hey, ich denke, sie haben uns eingeladen. Na, was wollt ihr denn haben? Apfelsinen mit Schlagsahne. Also gut, ich geh's euch holen. Pass auf, jetzt trinkt die bestimmt wieder Schnaps. Erst stehen wir stundenlang auf der Straße und dann versäuft sie das ganze Einkommen. Du solltest überhaupt lieber zu Hause bleiben. Wenn deine Eltern mal dahinter kommen, gibt's großen Krach. Nur von mir aus? Oder hab ich mir vielleicht das Kinderfräulein ausgesucht? Du, da fällt mir noch was ein. Hier, sieh mal. Ein Zahn? Ist er denn raus? Das ist so eine dämliche Frage. Willst du ihn haben? Nee, danke. Du, was ich dir noch sagen wollte. Die Andacht saß heute in ihrem Zimmer und zeichnete mit einem Bleistift Vierecke. Und in dem einen stand Wohnzimmer und im anderen Arbeitszimmer. Mehr konnte ich nicht sehen. Das war ein Wohnungsplan. Ich Affe! Und darauf bin ich nicht gekommen. Aber wozu zeichnet man denn Wohnungspläne? Still, die Andacht kommt. Wir müssen doch mindestens 3 Mark verdient haben. Und dabei liegen nur 1,80 Mark in der Tasche. Versteht ihr das? Vielleicht hat die Tasche ein Loch. Nein, die Tasche hat kein Loch. Nein, sowas. Man könnte ja fast denken, da hat jemand geklaut. Ha, Zeiten sind das. Pünktchen und Fräulein Andacht gelangten ohne Zwischenfall in die Wohnung. Die Eltern waren noch immer beim Generalkonsul Ulrich. Piefke knurrte leise, weil er geweckt worden war. Pünktchen legte sich ins Bett. Aber bevor sie einschlief, fasste sie noch einen Entschluss. Sie beschloss, am nächsten Morgen mit Lehrer Bremser zu sprechen. Du willst mich sprechen? Es handelt sich um den Anton. Ich hoffe, Sie erinnern sich? Natürlich. Ich bin sein Lehrer. Ich sehe, wir verstehen uns. Also, was ist mit Anton? In der Rechenstunde eingeschlafen ist er. Und seine Schularbeiten gefallen ihm leider auch nicht mehr. Stimmt. Aber woher weißt du das? Ich bin seine Freundin. So. Seine Freundin. Er hat mir erzählt, Sie wollten, wenn das so weiterginge, seiner Mutter einen Brief schreiben. Ja, das habe ich ihm prophezeit, aber unter uns gesagt, eigentlich wollte ich den Brief gar nicht schreiben. Das finde ich aber sehr nett von Ihnen. Aber jetzt schreibe ich den Brief. Heute während der Geographiestunde hat Anton sogar ein Oktavheft aus der Tasche gezogen und darin gerechnet, ohne auch nur die geringste Notiz von mir zu nehmen. Nun hören Sie mir mal gut zu. Antons Mutter ist sehr krank. Sie war im Krankenhaus. Dort hat man ihr eine Pflanze herausgeschnitten. So ein Gewächs. Und nun liegt sie seit Wochen zu Hause im Bett und kann nicht arbeiten. Aber davon hatte ich ja keine Ahnung. Nun liegt sie also im Bett und kann nicht kochen. Aber jemand muss doch kochen. Und wissen Sie wer? Anton kocht. Ich kann Ihnen sagen, Salzkartoffeln und Rührei. Einfach großartig. Aber das wusste ich ja gar nicht. Sie kann auch seit Wochen kein Geld mehr verdienen. Aber jemand muss doch Geld verdienen. Und wissen Sie wer? Anton verdient das Geld. Anton? Ja, wie denn? Das verrate ich nicht. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, der arme Junge rackert sich Tag und Nacht ab. Er hat seine Mutter gern. Und da schuftet er und kocht und verdient Geld und bezahlt die Miete und das Essen. Und wenn er sich die Haare schneiden lässt, dann bezahlt er's ratenweise. Und weil er das alles macht, wundert es mich überhaupt, dass er nicht während ihres ganzen Unterrichts schläft. Erstaunlich, ganz erstaunlich. Da hast du recht. Und Sie? Was tun Sie? Sie setzen sich hin und schreiben seiner Mutter einen Brief, dass er faul wäre, der Junge. Die arme Frau wird gleich wieder krank vor Schreck, wenn sie den Brief liest. Vielleicht kriegt sie ihretwegen noch ein paar Gewächse und muss wieder ins Krankenhaus. Dann wird der Junge aber auch krank. Das verspreche ich Ihnen. Lange hält er dieses Leben nicht mehr aus. Da hast du recht, aber warum hat er mir denn das nicht erzählt, der Anton? Das habe ich ihn auch gefragt. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Na? Lieber beiß ich mir die Zunge ab. Na, das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Sie sind nämlich viel netter, als ich erwartet habe. Also, den Brief, den werde ich nicht schreiben. Ich dachte es mir gleich. Vielen Dank. Ich danke dir auch, mein Kind. Und noch eins.
Der Anton darf nicht wissen, dass ich Sie besucht habe. Sie dürfen ihm nichts erzählen. Ja, kein Sterbenswort. Ob ihr mir es nun glaubt oder nicht, ich beneide Pünktchen. Nicht oft hat man Gelegenheit, einem Freund nützlich zu sein. Und wie selten kann man seinen Freundschaftsdienst so heimlich tun. Herr Bremser wird keinen Brief an Antons Mutter schreiben. Er wird den Jungen auch nicht mehr herunterputzen. Anton wird erst staunen und dann wird er sich freuen, so wie jetzt, als er mit dem Schulranzen vor der Wohnung stand und sich die Tür ganz von selber öffnete. Mahlzeit, mein Junge! Mutter! Was, da staunst du? Ich bin wieder auf. Ich bin ja so froh, dass du wieder gesund bist. Wie war's denn in der Schule? Du, Naumanns Richard hat in Erdkunde gesagt, in Indien wohnen Indianer. Und der Schmitz hat den Braumann gezwickt und ist der Braumann raus aus der Bank und Herr Bremser hat gefragt, was es gibt. Und der Braumann hat gemeint, er müsse einen Floh haben, vielleicht sogar zwei. Und da ist der Schmitz aufgesprungen und hat gerufen, dem Jungs, die Flöhe hätten, dürfe er nicht sitzen. Seine Eltern erlaubten das nicht, du Naumanns schiefgelaufen. Magst du heute keinen Spaß? Nein, nein. Erzähl nur weiter. Also der Herr Bremser, der war in der letzten Stunde sehr freundlich zu mir. Ich soll ihn mal besuchen, wenn ich Zeit habe. Das freut mich. Aber nun komm essen. Ich habe ja noch gar nichts gekocht. Ab heute koche ich wieder. Aber nur, wenn es dich nicht anstrengt. Hoffentlich schmeckt's dir. Was gibt's denn? Rate mal. Linsen? Mit Würstchen. Und da fragst du noch, das ist doch mein Lieblingsessen. Na dann, guten Appetit. Du, Mutter, wer sind denn die schönen Blumen? Gefallen sie dir? Himmelsschlüssel. Du isst ja gar nicht, Mutter. Hast du wieder Schmerzen? Oder hattest du Ärger? Meinetwegen, sag doch ein Wort. Anton, den wievielten haben wir heute? Den Moment, ich muss erst mal nachsehen, den 9. April. Den 9. April. Mutter, mein Gott, dass ich das vergessen konnte. Entschuldige. Anton! Junge, wo willst du denn hin? Komm her, ich bin doch wieder gut. Anton, wo bist du? Frau Gast rief ihren Jungen, bald laut, bald leise. Aber er war nicht in der Wohnung, er war fort. Einfach fortgelaufen. Ich gebe ja zu, ich mag Anton gut leiden, und ihr sicher auch, aber einfach davonlaufen und die Mutter sitzen lassen, also das gefällt mir offen gestanden gar nicht. Wo kämen wir hin, wenn jeder, der etwas falsch macht, einfach davonrennen wollte? Frau Gast wurde sehr unruhig. Schließlich riss sie die Wohnungstür auf und rannte die Treppe hinunter, um ihren Jungen zu suchen. Sie fragte in allen Geschäften nach Anton, der Milchmann, der Bäcker, der Fleischer, der Grünwarenhändler, der Schuster. Keiner wusste etwas. Mutter! Mein Junge! Gut, dass du wieder da bist. Ich bin dir doch gar nicht mehr böse. Ach Mutter, ich hab mich ja so geschämt, weil ich deinen Geburtstag vergessen habe. Schon gut, denken wir nicht mehr dran. Du musst gleich in den Briefkasten gucken. In den Briefkasten? Wieso? Wart's nur ab. Tatsächlich, ist ja was im Briefkasten. Och, was für eine schöne Karte. Oh, eine Tafel Schokolade. Ich danke dir, mein Junge. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mutter. Viel Glück und alles, alles Gute. Ach du, das war aber wirklich nicht nötig, so viel Geld auszugeben für mich. Als Herr Direktor Pocke an diesem Abend nach Hause kam, fing ihn Gottfried Klepperbein vor der Tür ab. Er tat das mit einem bewährten Trick, mit dem er schon eine Stange Geld verdient hatte. Moment mal, Herr Direktor. Hä? Sie sind hinten ganz dreckig. Was ist los? Ach so. Schon wieder? Werden wir gleich haben, Herr Direktor. So, Herr Direktor, jetzt sehen Sie wieder aus wie aus dem Eierfeld. Ja. Da. Danke, Herr Direktor. Übrigens, ich könnte da Herrn Direktor einen Tipp geben, der wäre glatt seine 10 Mark wert. Ich hab dir deinen Groschen gegeben und nun verschwinde. Das Fräulein Tochter betreffend. Wie? Na, also, was ist los? 10 Märker, sonst bin ich stumm wie ein Fisch. Hör zu, mein Junge. Bezahle nur nach Lieferung der Ware. Uff, tot. Wie? Ach so. Also schön, auf tot. Ich vertraue Ihnen, Herr Direktor. Also, passen Sie auf. Gehen Sie heute Abend wieder weg? Ja, wir gehen in die Oper. Dann tun Sie mal nur so, als ob Sie ins Theater gingen. Und dann stellen Sie sich vom Hause auf. Und wenn Sie eine Viertelstunde später nicht Ihr blaues Wunder erleben, will ich Mats heißen. Bevor Herr und Frau Pocke in die Oper gingen, besuchten sie, wie üblich, das Kinderzimmer. Pünktchen lag wie immer im Bett und Fräulein Andacht las ihr ein Märchen vor.
Diesmal trug Frau Pogge ein blaues Kleid mit blauen Spitzen, dazu silberne Halbschuhe und ein silbernes Hütchen. Sie schüttelte verwundert den Kopf. So ein großes Mädchen lässt sich noch Märchen vorlesen. Ich finde Märchen sehr abenteuerlich. Sie sind geradezu ein Genuss. Naja, die richtige Lektüre vom Einschlafen ist es gerade nicht. Aber Direktor, du weißt doch, dass ich starke Nerven habe. Schlaf gut, Süße. Gut nass. Wieso? Es wird regnen. Ich habe Rheumatismus im Nachthemd. Es regnet ja schon. Da hast du's. Ja, ja, mein Rheumatismus hat immer recht. Sagen Sie, Fräulein. Bitte? Gehen Sie heute noch weg? Aber Herr Direktor, wo denken Sie hin? Ha. Also dann, bis morgen. Wiedersehen, Direktor. Gute Nacht, mein Kind. Deine Schirme auch nicht vergessen. Nein, er liegt im Wagen. Bitte sehr, Herr Direktor. Donnerwetter, jetzt habe ich meine Zigarren vergessen. Beeil dich, Fritz, wir kommen zu spät. Ja, gib mir mein Billett, ich komme mit der Taxe nach. Muss das sein? Ja, auf diese Weise kommt wenigstens einer von uns zurecht. Mach mir sowieso nicht viel aus Musik. Also schön, wie du meinst. Los, Frau Lack. Fahren Sie mit meiner Frau voraus. Ich komme nach. Jawohl, Herr Direktor. Herr Pogge ging natürlich nicht in die Wohnung zurück. Er gehörte nicht zu den Männern, die ihre Zigarren vergessen. Er trat dem Haus gegenüber hinter einen Baum und wartete. Er konnte sich nicht entsinnen, jemals wie heute im Regen gestanden und auf etwas Geheimnisvolles gelauert zu haben. Er sah, wie im Kinderzimmer das Licht erlosch, dann öffnete sich die Haustür, eine Frauengestalt schlüpfte heraus und zog ein Kind hinter sich her, dann rannten die zwei stadtwärts. Herr Direktor Pogge lief auf der anderen Straßenseite hinter ihnen her. Kurz bevor die ruhige Straße in den Großstadtverkehr mündete, blieb die Frau stehen, sie band sich ein Kopftuch um, dann ging sie langsam weiter und das kleine Mädchen führte die Frau, als sei diese plötzlich krank geworden. Herr Direktor Pogge sah, wie das Kind den Vorübergehenden die Hände entgegenstreckte und dazu knickste. Es war kein Zweifel möglich, doch drüben stand sein Kind und bettelte. Dann kam ein Schutzmann, und Herr Pogge fragte... Herr Wachtmeister? Ja? Sagen Sie mal, ist es erlaubt, dass kleine Kinder abends hier herumstehen und betteln? Sie meinen, die beiden da drüben? Ja. Was wollen Sie machen? Wer soll die blinde Frau denn sonst hierher führen? Was? Die ist blind? Und dabei noch ziemlich jung. Fast jeden Abend stehen sie dort drüben. Solche Leute wollen auch leben. Ah. Sagen Sie mal, Herr Wachtmeister... Wie lange stehen denn die zwei normalerweise dort? 2 Stunden wenigstens, so bis gegen 10. 2 Stunden? Jeden Abend? Ja, ist ein Elend. Na, Herr Direktor, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Mein Tipp war jolt richtig, wa? Auf der anderen Seite steht der Freund vom Fräulentochter. Der bittelt hoch, aber richtig. Anton Gast heißt er, der gehört schon längst in Fürsorge. Übrigens, damit werdet Honorar fällig. Ja. Ja. Hier, hast du 10 Mark. Dankeschön. Lassen Sie die Brieftasche gleich draußen, Herr Direktor. Wenn Sie mir jetzt nochmal 10 Mark geben, dann sage ich nicht weiter. Sonst erzähle ich es überall. Und das wäre Ihnen doch sicher peinlich, nicht? Also... Komm her, mein Sohn. Da. Aua! Da. Die Ohrfeigen kommen Ihnen teuer zu stehen. Das kann ich Ihnen flüstern. Jetzt verschwinde, ehe meine Hand nochmal ausrutscht. Ich gehe, Herr Direktor. Ich weiche der höheren Gewalt. Aber Sie hören von mir. Uff, tot. Hallo, Taxi. Zur Oper. Thank you.
Anton machte auch an diesem Abend schlechte Geschäfte. Erstens stand er wieder auf der faulen Seite und zweitens regnete es. Wenn es regnete, hatten es die Menschen auf der Straße noch eiliger als sonst. Plötzlich entdeckte er Robert den Teufel, den Bräutigam von Fräulein Andacht. Und dann geschah etwas sehr Merkwürdiges. Die Andacht steckte ihrem Bräutigam heimlich etwas zu. Als Anton erkannte, um was es sich handelte, überlegte er nicht lange. Er rannte ins erstbeste Restaurant, ließ sich das Telefonbuch geben und suchte unter P. Dann holte er einen Groschen aus der Tasche und stürzte in die Telefonzelle. Hastig wählte er eine Nummer. Hier bei Direktor Pockel. Kann ich den Herrn Direktor sprechen? Nee, bedauere. Die Herrschaften sind in der Oper. Was? Das ist ja schrecklich. Ja, worum handelt es sich denn, wenn man fragen darf? Wer spricht denn dort? Die Köchin. Ach so, die dicke Bertha. Vom Wehen dick, aber Bertha ist richtig. Und mit wem hab ich denn das Vergnügen? Ich bin ein Freund von Pünktchen. So, und da soll ich wohl auf ihr Zimmer gehen und fragen, ob sie mit dir mitten in der Nacht Fußball spielen will. Ach was, ich will sie doch nur warnen. Der Bräutigam von Fräulein Andacht wird gleich bei ihnen sein. Das Kinderfräulein schläft doch längst. Keine Spur, außer ihnen ist kein Mensch in der Wohnung. Was denn? Ich ganz allein in der Wohnung und die Andacht und Pünktchen nicht in ihre Betten? Ja, wo stecken die beiden denn? Das erzähle ich Ihnen ein anderes Mal, aber nun glauben Sie mir's endlich. Es ist niemand im Haus außer Ihnen und nun kommt der Bräutigam, um einzubrechen. Die Schlüssel hat er schon und einen Wohnungsplan auch. Er muss gleich da sein. Oh, ja. Ja, was mach ich denn da? Sie rufen rasch das Überfallkommando an und dann suchen Sie eine Kohlenschaufel oder sowas ähnliches. Und wenn der Bräutigam kommt, hauen Sie ihm eins über den Schädel. Du hast gut reden, mein Sohn. Also dann, Hals- und Beinbruch. Machen Sie Ihre Sache gut und vergessen Sie nicht, die Polizei anzurufen. Wiedersehen. Etwa zur gleichen Zeit bestiegen Herr und Frau Pocke das Taxi vor der Oper. Herr Pocke hatte seine Frau kurzerhand aus ihrer Loge gezerrt. Frau Pocke hatte nie viel Respekt vor ihrem Mann gehabt, denn er war zu gut zu ihr. Aber jetzt bekam sie es mit der Angst. Sie fand sein Benehmen unglaublich, wagte aber nicht mehr zu widersprechen, sondern stieg gehorsam ins Taxi. Das Auto fuhr an und raste wie der Blitz durch die Straßen. Da endlich fand Frau Pocke die Sprache wieder. Meine silbernen Schuhe sind hin. Ich habe die Überschuhe in der Garderobe vergessen. Dieses Aas. Von wem sprichst du? Also sag mal, was hat das alles zu bedeuten? Ich sitze im Theater, du stürzt in meine Loge und schleppst mich in den Regen hinaus. Und dafür bezahlen wir nur die teuren Eintrittskarten. Und dabei war die Aufführung erstklassig. Ruhe! Fritz, so kenne ich dich ja gar nicht. Halt! Halten Sie an! Anhalten! Jawohl, Herr Direktor. Aber Fritz, wir sind doch noch gar nicht zu Hause. Da! Sieh dir das an! Gib auf die Bettlerin und das Kind Acht. Nun, erkennst du sie? Mein Gott, das ist ja Pünktchen. Ah, komm. Mutter ist total erblindet und noch so jung. 3 Schachteln 25. Gott segne Sie, liebe Dame. Pünktchen, mein Kind. Du, Mutti? Nanu, da ist ja auch der Direktor. Jawohl. Und nun zu Ihnen, mein Fräulein. Runter mit der Brille. Fräulein Andacht. Ist ja nicht zu fassen. Herr Wachtmeister, verhaften Sie diese Person hier. Nein. Es ist unser Kinderfräulein. Nein. Sie geht, wenn wir nicht zu Hause sind, mit unserem Kind betteln. Bitte nicht, Herr Direktor. Bitte nicht einsperren. Bitte nicht. Halt! Hier geblieben! Lassen Sie mich vorbei. Ich muss hinter dieser Person her. Halt! Halt! Stehen bleiben! Halt! Was ist denn hier los? Meine Eltern haben mich erwischt und die Andacht ist durchgebrannt. Wollen sie dir was tun? Das ist noch nicht raus. Soll ich dir helfen? Ach ja, bleib hier, das beruhigt mich. Pünktchen, komm sofort zu mir.
Was hast du da mit dem Betteljungen zu flüstern? Nun schlägt's 13. So fein wie Sie bin ich schon lange. Das ist nur Wissen. Und wenn Sie nicht zufällig die Mutter von meiner Freundin wären, würde ich mit Ihnen überhaupt kein Wort sprechen. Darf ich vorstellen? Das ist Anton, mein bester Freund. Und ein Prachtkerl ist er außerdem. So, du bist also dieser Anton. Also, ein Prachtkerl bin ich nicht, aber beschimpfen lasse ich mich nicht. Na ja, meine Frau hat es nicht so schlimm gemeint. Das wollen wir auch stark hoffen. So, und nun gehen wir nach Hause. Was haltet ihr davon? Anton, kommst du mit? Nein, meine Mutter wartet. Dann kommst du eben morgen nach der Schule vorbei. Gut, wenn es deinen Eltern recht ist. Einverstanden. Fritz, wie lange willst du bei diesem Regen noch auf der Straße stehen bleiben? Ich habe das Taxi warten lassen. Komm. Ich setz mich neben den Chauffeur. Nein. Du setzt dich zwischen uns. Platanenallee 8. Platanenallee 8. Also, nun mal raus mit der Sprache. Wie ist das alles gekommen? Fräulein Andacht hat einen Bräutigam. Und weil der immer Geld brauchte, ging sie mit mir immer hierher. Wir haben ja auch ganz hübsch verdient. Das kann man ohne Übertreibung sagen. Mein Gott, wie entsetzlich. Wieso? Es war kolossal spannend. Nein, diese Dienstboten. Ein Glück, dass Frau Pogge nicht ahnte, was ihr noch bevorstand. Schon als sie vor dem Haus aus der Taxi stiegen, sahen sie, dass sämtliche Fenster erleuchtet waren. Und als sie die Treppe hinaufgingen, hörten sie in der ersten Etage Grammophonmusik. Ganz schlimm wurde es, als sie die Tür öffneten. Die dicke Bertha tanzte mit einem Polizisten Tango. Frau Pocke traute ihren Augen. Bertha! Darf ich bitten, Herr Wachtmeister, Damenwahl? Stell doch mal die Musik ab, verdammt nochmal! Ruhe! Oh. Was soll das heißen, Bertha? Haben Sie sich mit einer ganzen Polizeikompanie verlobt? Oh, tut mir leid, Herr Direktor, aber damit kann ich nicht dienen. Oh, ich glaube, ich verliere den Verstand. Bitte, Mutti, mach das mal. Das ist nicht mehr nötig. Bertha, was ist hier eigentlich los? Wenn Sie sich selber überzeugen wollen, Herr Direktor, der Herr hier wollte bei uns einbrechen. Und da habe ich ihm die Birne weichgeschlagen und das Überfallkommando verständigt. Und weil Sie nicht da waren, da haben wir mal rasch eine Kesse Solo aufs Parkett gelegt. Nanu, das ist ja Robert der Teufel. Wer? Der Bräutigam von Fräulein Andacht. Ach so, deswegen hat sie mich gefragt, wann Bertha Ausgang hätte. Und deswegen habt ihr betteln gehen müssen? Deswegen hat sie auch den Wohnungsplan gezeichnet. Stimmt, den Plan, den haben wir bei ihm gefunden. Ja, aber um Himmels Willen, Bertha, wie haben Sie denn den Kerl überwältigt? Hier habe ich mir ihn hingestellt. Und als er die Tür aufschloss und den Kopf reinsteckte, da habe ich ihm eins übergezogen. Oh. Dann wollte er wieder munter werden und da habe ich ihn nochmal aufs Köpfchen geschlagen. Oh, na, und dann erschienen die drei Kavaliere hier. Ich meine, die Herren von der Polizei. Also Moment mal, ganz verstehe ich die Sache immer noch nicht. Woher wussten Sie denn, dass ein Einbrecher in die Wohnung wollte? Wenn ich es nun gewesen wäre. Au, Backer, dann hättest du jetzt eine weiche Birne, Direktor. Na. Also, das war so. Als ich nach Hause kam, es hat doch so schweinemäßig geregnet, was soll ich im Regen rumlaufen, denke ich mir. Wie ich also in der Küche sitze, klingelt das Telefon. Es wird gleich ein Einbrecher kommen, sagt jemand am anderen Ende der Strippe. Ziehen Sie ihm eins mit der Kohlenschaufel über und rufen Sie das Überfallkommando an. Aber wer hat denn gewusst, dass der Kerl bei uns einbrechen wollte? Ja, wer hat Sie denn angerufen? Ah. Das ist doch klar wie Kloßbrühe. Das war natürlich mein Freund Anton. Das kann stimmen. Vorgestellt hat er sich zwar nicht, aber er erzählte, dass er Pünktchens Freund wäre. Da habt ihr's. Der Anton ist goldrichtig. Ja, das scheint mir allerdings auch so, aber... Woher hat er das gewusst? Vielleicht hat er gesehen, wie Fräulein Andacht dem Mausehacken die Schlüssel gegeben hat. Oh, Lausebengel, na warte, wenn ich dem mal begegne. Na, verschieben Sie das ruhig auf später. Zuerst sperren wir sie mal ein. Lassen Sie sich davon dringend abraten. Anton zerreißt sie in der Luft. Dem Gottfried Klepperbein hat er ein paar Ohrfeigen gegeben, dass der sich glatt hingesetzt hat. Hat er das? Donnerwetter, der Junge ist richtig. Meine Herren... Wollen Sie den Einbrecher nicht endlich wegbringen? Der Mann geht mir schrecklich auf die Nerven. Sie mir aber auch. Los und abführen. Liebe Bertha, bitte bringen Sie das Kind ins Bett. Ich leg mich schlafen. Kommst du auch bald, Fritz? Ja. Gute Nacht, meine Süße. Komm, Pünktchen. Nein, lassen Sie nur, Bertha. Ich bring das Kind selber zu Bett. Ja, gehen Sie ruhig schlafen. Übrigens,
Sie haben sich sehr tapfer gehalten. Gute Nacht. Ja, Moment. Ja, hier, nehmen Sie das. Ich danke Ihnen auch schön, Herr Direktor. Die dicke Bertha ist doch mutig gewesen, oder etwa nicht? Einbrecher auf den Kopf zu hauen, das steht nicht in ihrem Dienstvertrag. Und sie tat es doch. Das verdient Dankbarkeit. Was tut darauf Frau Pocke? Sie geht schlafen. Aber Herr Pocke, er gibt Bertha erstens die Hand und zweitens einen 20-Mark-Schein. Mancher würde vielleicht nur die Hand geben, obwohl er bei Kasse ist. Ein anderer würde vielleicht nur 20 Mark geben, obwohl er eine Hand hat. Herr Pocke hat beides und tut beides. Also, je länger ich ihn kenne, umso besser gefällt er mir. Er wird mir von Mal zu Mal sympathischer. Na, und nun gar zum Schluss. Zuerst holt er pünktlich mit dem Auto von der Schule ab. Dann kam Anton an die Reihe. Und dann fuhren sie alle zusammen nach Charlottenhof und aßen Windbeutel. Erst am späten Nachmittag kehrten sie nach Hause zurück. Während Pünktchen und Anton zusammen spielten, nahm Herr Pocke seine Frau beiseite und sprach ein ernstes Wort mit ihr. Also das sag ich dir, ein Fräulein Andacht kommt mir nicht zum zweiten Mal ins Haus. Mein Kind soll keine hochnäsige Gans werden. Sie soll den Ernst des Lebens kennenlernen. Pünktchen hat sich ihre Freunde gewählt und ich billige diese Wahl. Aber Fritz... Wenn du dich mehr um das Kind kümmertest, wäre es etwas anderes. Aber so bleibt's bei meinem Entschluss. Aber Fritz... Kein Wort der Widerrede. Ich habe lange genug zu allem Ja und Amen gesagt, aber das wird jetzt anders. Aber Fritz, ich bin ja einverstanden. Du bist einverstanden. Wenn du es durchaus willst, mir ist es recht. Aber du darfst nicht mehr böse sein. Ja, komm. Komm, wir sagen's den Kindern. Na, die werden Augen machen. Hört mal zu, Kinder. Achtung, Achtung. Wir haben euch etwas Wichtiges zu sagen. Direktorchen, du wirst uns doch keine Schande machen. Antons Mutter zieht noch heute in Fräulein Andachts Zimmer. Und für den Jungen richten wir die Stube mit der grünen Tapete her. Und von nun an bleiben wir alle zusammen. Einverstanden? Einverstanden! Ja, und in den großen Ferien fahren wir mit Frau Gast und mit Anton an die Ostsee. Oh, schön! Oh, komm, Kinder, ich glaube, jetzt wird alles gut. Jetzt fehlt nur noch Frau Gast. Holla, holt sie gerade mit dem Auto. Hast du gehört, Anton? Deine Mutter kommt. Na, meine Tochter, ist es so recht? Nanu, wo bist du denn hin? Ich hol dir eine Zigarre zur Belohnung. Da hast du recht. Hier, Direktorchen. Die habe ich mir ehrlich verdient. Somit wäre die Geschichte zu Ende. Und dieses Ende ist gerecht und glücklich. Jeder ist dort angekommen, wo er hingehört. Und wir können der Zukunft vertrauend sämtliche Personen getrost ihrem Schicksal überlassen. Fräulein Andachts Bräutigam sitzt im Gefängnis. Anton und seine Mutter sitzen im Glück. Pünktchen sitzt neben ihrem Anton. Und Fräulein Andacht sitzt in der Tinte. Jeder hat die seiner Sitzfläche angemessene Sitzgelegenheit. Das Schicksal hat nach Maß gearbeitet. Nun könnt ihr womöglich daraus schließen, dass es auch im Leben immer so gerecht zuginge und ausginge wie in unserem Spiel hier. Das allerdings wäre ein verhängnisvoller Irrtum. Es sollte so sein und alle verständigen Menschen geben sich Mühe, dass es so wird. Aber es ist nicht so. Es ist noch nicht so.